Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man diesen tollen Piratenkuchen herstellt. Es ist wirklich total easy und die Kinder flippen total aus. Also los geht's! Ich habe hierfür einen Marmorkuchen genommen. Das Video verlinke ich euch gerade oben rechts. Wir fangen an, ihn einmal in der Mitte durchzuschneiden. Ich habe hierfür eine 26er-Zentimeter Form genommen. Dann schneiden wir auch noch einmal auf der Seite und auf der anderen Seite. Das Mittelstück wird unser Boot. Das können wir jetzt gerade mal aufstellen. Und jetzt wird das Innere herausgeschnitten. Dann wiederholen wir das gerade auf der anderen Seite. Wir drehen den Kuchen um und dort kann man dann einfacher das Stück rausschneiden. Jetzt kann man sich langsam vorstellen, wie dieser Kuchen fertig aussieht. Ich zeige ihn jetzt gerade mal von der Seite genau. Nun nehmen wir die Mittelstücke, die wir rausgeschnitten haben, und legen sie gerade mal ans hintere Ende, um zu gucken, wie viel wir denn da abschneiden müssen. Das sieht jetzt schon mal gut aus. Nun können wir weitermachen mit der Spitze. Das ist das Tolle an diesem runden Kuchen, dass man da wirklich fast alles nutzen kann für. Nachher hält es auch alles wunderbar fest mit dem Schokoladenguss, den wir noch machen. Und diese zwei kleinen Stückchen, die kann man wunderbar nutzen als Verköstigungsstückchen. Das muss es ja auch geben. Jetzt sieht man noch den Kuchen von der Seite. Das sieht doch echt klasse aus. Nun machen wir den Schokoguss oder die Schokoladenganache, wie man auch sagt. Ich habe hierzu zwei Kuvertürenpäckle von Dr. Oetker genommen. Die Schokolade wird nun grob gehackt und dann kommen noch 100 Gramm Butter dazu. Das Ganze wird dann auf niedriger Stufe geschmolzen. Da ich keine passende Platte hatte, habe ich ein Holzbrettchen genommen und da einfach Alufolie drauf gemacht. Nun kommt überall fleißig Schokolade drauf, damit auch alles schön klebt. Ich gebe zu, das war wirklich reichlich mit der Schokolade. Also ihr könnt sicherlich auch die Hälfte der Ganache nehmen und habt dann noch reichlich für den Kuchen übrig. Ich finde ja, zu einem Kindergeburtstagskuchen gehört auf jeden Fall ein Schokoguss mit entsprechender süßer Dekoration. So, damit die Spitze vorne auch gut hält, kann man das mit ein paar Zahnstochern festigen. Und dann alles schön verteilen. Ich habe hier die Reling mit Brezeln gemacht, da habe ich auch erstmal Zahnstocher benutzt, danach können die wieder rausgenommen werden. Und dann schön fleißig dekoriert, da auch mit einkalkulieren, dass man sicherlich noch ein bisschen nascht. Und so kunterbunt sieht dann dieser schöne Kindergeburtstag aus. Mit diesen Haifischen passt es auch wunderbar. Die Flaggen, die habe ich bestellt. In der Beschreibungsbox werde ich euch auch noch das Produkt verlinken. Aber das kann man auch sicherlich einfach selbst machen. Nur ich wollte es eben ein bisschen einfacher haben. Und ganz wichtig, ich finde, ein Kindergeburtstagskuchen muss auch nicht perfekt aussehen. So sieht er bombenmäßig aus. Der Kleine hat sich mega gefreut und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Versucht es auf jeden Fall, denn es ist wirklich einfach. Also ich freue mich auf euch, auf das nächste Mal. Bis dann, eure Aurelie.